Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von FKK, Franz kommentiert Kommentare. Und heute mal eine extra Ausgabe, quasi schon in der zweiten, ein Spezial. Nämlich hat die liebe Pimparella einen Kommentar geschrieben, unter einem Fragenfreitag, und der lautet wie folgt. Ich sehe mir eure Videos von euch, auch vielen anderen, total gern an. Aber ich frage mich wirklich, wann YouTuber ein anerkannter Beruf geworden ist und wie man zu so einer Einstellung kommt. Das sind Momente, wo mir wieder bewusst wird, in was für einer Gesellschaft ich meine Kinder großziehe. In der YouTuber total gestresst sind von ihrer Arbeit und die Jugendlichen denken, scheiß auf Schule, ich werde YouTuber. Mir ist klar, dass YouTube sehr zeitintensiv sein kann und auch Kosten verursacht, aber das ist bei allen anderen Hobbys auch der Fall. Ich find's irgendwie schräg. Daraufhin kommentiert die Fizi, das fände ich auch sehr merkwürdig. Ist man denn als YouTube-Mami bei Tube One angestellt und bekommt ein richtiges Gehalt? Hat man dann Videodruck per Vertrag? Ja, da habe ich gleich drunter geschrieben, dass das eine tolle Frage ist fürs FKK, und wahrscheinlich antworte ich da jetzt auch wieder so viel und labere so viel rum, dass das Video von allein schon 10 Minuten lang wird oder so. Und Anna hat auch gleich drunter kommentiert, dass sie vorab schon mal sagen kann, dass kein einziger Vertrag mit YouTubern festlegt, wie viele Videos man zu drehen hat. Und das ist schon mal richtig als erstes. Zweitens, ich wüsste nicht, wer gesagt hat, dass YouTuber ein anerkannter Beruf ist. Das ist es natürlich nicht. Anerkannte Berufe sind ja, das wisst ihr alle, meinetwegen Handwerksberufe oder bestimmte kaufmännische Berufe zum Beispiel. Aber YouTuber an sich wird niemals ein anerkannter Beruf sein. Aber es kann ein Job sein, den man macht, den man nachgeht. Und gerade bei uns ist es ja, oder bei Anna ist es ja so gegangen, dass das einfach aus der Situation heraus entstanden ist. Sie hat sich damals einfach so vor die Kamera gesetzt, ohne einen einzigen Follower oder irgend sowas, und hat sich einfach gedacht, ich probiere das mal aus. Und dann ist das eben mit der Zeit einfach immer weiter gewachsen und es wurde immer mehr Aufwand und es kam auch immer mehr dabei rum. Und somit wird es dann irgendwann zu einem Job. Das heißt ja aber nicht, dass das ein anerkannter Beruf ist, und das sagt auch gar keiner. Und dass man auch davon gestresst sein kann, das ist doch ganz logisch. Weil ich meine, es entstehen dadurch, was heißt bestimmte Verpflichtungen. Natürlich besteht da irgendwie eine Verpflichtung, weil ihr Zuschauer sagt ja selber immer wieder oder schreibt immer wieder, wann kommt denn ein neues Video und wann können wir denn ein Video zum Kinderwagen sehen oder so. Und das führt natürlich dazu, dass sich ein gewisser Stresspegel aufbaut. Und es ist ja nun nicht so, dass wir rundherum nichts anderes noch hätten. Also wir haben ja auch zwei Kinder und dadurch baut sich schon so ein natürliches Stresslevel auf. Und das führt natürlich alles dazu, dass man das auch mal stressig bezeichnen kann und dass man auch mal sagen kann, mein Job, meine YouTube-Beschäftigung quasi, steht mir gerade bis hier und ich habe zurzeit echt viel zu tun. Das ist ja ganz normal. Das heißt, zu der Einstellung kommt man einfach, wenn man dort mit Herzblut halt viel Arbeit reinsteckt und versucht damit auch so viel wie möglich zu erreichen. Das heißt jetzt nicht, dass man damit so viel wie möglich Geld verdienen möchte, sondern das heißt, dass man damit viele Menschen erreichen möchte und dass man viel Erfahrung sammeln möchte. Das hebe ich ja immer wieder hervor. Also das Beste an dieser Tätigkeit von Anna ist quasi, dass wir ganz viele Leute kennengelernt haben, dass wir immer wieder in interessante neue Situationen gesteckt werden, wo wir Erfahrungen machen können, die wir so ohne YouTube zum Beispiel nie gemacht hätten. Und das ist halt einfach toll. Und was ist daran schlecht, so einer Tätigkeit nachzugehen? Weil, wie ich das auch schon ein paar Mal gesagt habe, es macht Spaß. Es kommt sogar ein bisschen Geld dabei rum und es ist ja nicht so, dass man das nur für sich macht, sondern auch da von diesem Geld werden Steuern zum Beispiel gezahlt für alle anderen, die in dieser Gesellschaft leben. Und ja, was ist so schlimm daran, so eine Tätigkeit auszuüben? Zumal es ja nicht so ist, dass das was ist, was überhaupt keinen Nutzen bringt oder sowas. Sondern ich sage immer, es ist so eine Mischung zwischen Unterhaltung und Werbeindustrie. Weil natürlich durch Produktplatzierung oder sowas, die auch auf diesem Kanal stattfinden, das wisst ihr ja, haben auch die jeweiligen Unternehmen, die bestimmte Sachen zur Verfügung stellen oder sowas, einen Nutzen davon, weil man einfach Werbung für sie macht. Und das sind Unternehmen, die sich oft andere Werbemöglichkeiten gar nicht leisten könnten, weil wenn sie eine Werbeanzeige in der Elternzeitschrift schalten möchten oder sowas, kostet das einen Haufen Geld. Wenn man das im Fernsehen schalten möchte, kostet das einen Haufen Geld. Und das ist halt auf YouTube einfach nicht so. Und von daher ist das ja schon in gewisser Weise auch eine Leistung, die man erbringt. Und von daher, warum nicht? Und wenn wir irgendwie damit einen Beitrag dazu leisten können, bestimmten Leuten ein Vorbild zu sein oder irgendwie einfach zu zeigen, hey, es
kann auch was, also ich werde, wenn ihr Jungeltern werdet oder sowas, warum sollen wir das nicht nutzen? Und was ist schlecht daran? Das heißt, ich verstehe so richtig nicht, wie man zu so einer Einstellung kommt, die in dem Kommentar gepostet wird. Also ihr könnt das gerne nochmal ausführen oder sowas, wie ihr das meintet. Aber in gewisser Weise hat die Pimperella auch recht, weil ich sehe es natürlich auch als, naja, als problematisch an, wenn sich Kinder in der Schule sagen, ich möchte nicht mehr lernen, sondern ich werde YouTuber. Das heißt, wenn man das schon so von vornherein mit dem Ziel verfolgt, damit möglichst viel Geld zu machen oder sowas, das ist schon schwierig. Aber das ist genau dasselbe, wie wenn jemand sagt, ich möchte gern Fußballstar werden oder ich möchte gern Model werden oder ich möchte gern, keine Ahnung, Promi werden oder irgend sowas. Das ist ja genau dasselbe. Das heißt, dieses Phänomen, dass Leute sagen, ich möchte gar nicht meinen Beruf erlernen, sondern irgendwas anderes machen, das gibt es ja schon immer. Und es hat sich jetzt eben nur verlagert von Schauspieler oder sowas halt zu YouTuber, weil YouTuber einfach einen ganz niedrigen Einstieg hat und das im Prinzip jeder machen könnte. Aber wie du auch schon sagst, bei anderen Hobbys ist es auch so, dass die halt viel Zeit kosten können und auch wirklich Kosten verursachen. Ja, bei YouTube ist es auch so. Aber zum Beispiel beim Fußballer ist das genauso. Der macht das am Anfang nur aus Spaß und macht das vielleicht, weil er damit andere Leute unterhalten kann und weil er sich dabei sportlich betätigt. Aber wenn er gut darin ist und wenn er das immer weiter forciert und da viel Arbeit reinsteckt, dann ist es vielleicht auch irgendwann so, dass Fußball, also sein Hobby, zu seinem Beruf wird. Und Fußball ist auch kein anerkannter Beruf, aber es ist ein Job, den man haben kann, wenn man darin gut ist und wenn man das mit der entsprechenden, mit dem entsprechenden Einsatz verfolgt. Und deswegen finde ich eigentlich, dass du dir in dem Kommentar schon selber wieder geantwortet hast, weil, wie ich schon gesagt habe, in vielen Fällen oder in manchen Fällen ist es eben so, dass das Hobby zum Beruf wird. Und was ist schlimm daran? Ist es jetzt besser, irgendwie sein Hobby aufzugeben und zu sagen, nee, ich höre jetzt an einem bestimmten Punkt auf und gehe jetzt lieber irgendeinen Job nach, der mir total gegen den Strich geht, den ich überhaupt nicht machen möchte oder sowas? Also warum soll man nicht das machen, was man gern möchte? Man tut ja damit keinem weh. Und ja. Das ist quasi das, was ich dazu sagen könnte. Und das andere ist halt, die Fizi hat dann nochmal darauf geantwortet, ob man dabei Typ 1 angestellt ist und ein richtiges Gehalt bekommt. Nein, das ist nicht so. Man kann einem Netzwerk quasi beitreten und man kann einen Vertrag bei denen unterschreiben. Das bedeutet aber nicht, dass man verpflichtet ist, irgendeine Leistung zu erbringen. Und es bedeutet andererseits auch nicht, dass man eine bestimmte Leistung erhält, sondern es funktioniert nur im gegenseitigen Einvernehmen. Und wenn man was produziert, dann kann das Netzwerk dabei unterstützen. Mit bestimmten Ressourcen oder bestimmten Methoden. Aber es ist nicht so, dass man dann ein festes Gehalt kriegt oder vorgegeben kriegt, was man für Videos zu produzieren hat. Das ist einfach nicht so. Ja. Und deswegen ist auch nichts gekünstelt oder von oben herab, also von oben vorgegeben oder sowas, sondern wir machen halt das, was uns Spaß macht oder das, was uns wichtig ist zu zeigen. Und das ist doch gut, oder nicht? Wenn ihr anderer Meinung seid, dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten bin ich jetzt, glaube ich, mit der Frage soweit schon durch. Und damit auch mit dem Video. Das heißt, es ist heute mal nicht ganz so lang, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also lasst mir einfach mal ein Feedback da, damit ich weiß, ob ich sowas nochmal machen soll. Und kommentiert fleißig, damit ich dann darauf kommentieren kann. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.